anhand einer Illusion nicht die Wirklichkeit checken kann. Das geht. Solange man diese Illusion glauben, wird das nichts funktionieren. So. Es ist aber notwendig. Ja? Das ist wirklich was, was einen schmerzt oder wehtut, was ist die Tatsache, dass du den falschen, ich sage den falschen Weg, aber einen komplizierteren Weg gehen musst, über dein Ego, über dein Machen, über dein Verstehen, über deine Psychologie, bla 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 bla, musst du, damit das Falsche erkannt werden kann. Und nur wenn das Falsche erkannt wird, kannst du es richtig erkennen. Nur das Falsche. Es gibt keinen direkten. Du kannst nicht den Weg da zurückgehen auf ich existiere. Es ist unmöglich. Du musst herausfinden, auf was du dich hältst. Ja? Ja, ich bin der und der und bin das und das und die und die und da, 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 da. Ja? Und dann habe ich es Rechtfertigungen, dass du das ja bist. Wenn ihr die zwei Platten anschaut hier. Also entweder wird das Leben bestimmt von welcher Platte? Von der fetten da hier, ja? Das ist der Ich. Das bist du. Das ist deine Identifikation mit irgendwelchen Gedanken. Und das sind jetzt Ich-Gedanken und ich bin und ich tue. Und immer wenn du denkst, hast du ein Ich drinnen. Immer, immer. Es gibt keinen Gedanken, wo kein Ich drinnen ist. Ja? Mir ist schlecht und mir ist immer mir, mich, ich ist immer drin. Na gut, also entweder diese Platte, die ja getrennt erscheint, getrennt ist offenbar von der anderen Platte. Entweder übernimmt diese Platte die Führung für dein Leben, also sie macht das mit deinem Ich, mit deinem Ego, mit deinem. Ich gebe euch nur zu bedenken, dass wir seit Jahrtausenden dieselben Kriege haben und nichts passiert ist und keine Erkenntnisse und nichts, nichts, gar nichts. Niemand hat irgendwas verändert. Immer das Gleiche. So, also so offen, so toll ist diese Veränderung da irgendwie nicht. Ja? Weil natürlich alles, was dem Gehirn zugetragen wird oder was du rausfilterst, immer dem Ego dienen. Weil das Ego erkannt wird als eine eigenständige Institution in dir, die dein Überleben sichert. Ja? Weil ich, das muss mir nicht gefallen, ja? Ich stelle mich auf die Füße und ich werde das sagen, wie es geht. Ja? Du stellst dich auf die First und das wird dem Gehirn, das wird durchgelassen vom Quantenfeld. Das. Das, was dir schon dient, das, was du schon kennst hier. Und daher hast du eigentlich keine Chance, das wirklich ja, da rauszukommen. Und die Menschheit, bitte. Die Menschheit sind so viel gescheite Leute, ja. Aber was ändert sich? Null. Gar nichts ändert sich. So, zweite Variante, einfach nur überlegen. Zweite Variante wäre, okay, das Ich existiere übernimmt die Führung. Oder das Ich existiere bestimmt dein Leben. Tja, wir haben jetzt ja viel Ahnung vom Ich existieren. Ne? Ich bin ein Arschloch, da haben wir eine Menge Erfahrung. Ja, und ich möchte großartig sein. Und was weiß ich, da kennen wir uns aus. Das können wir tausendfach spiegeln. Ne? Das ist Polarität. Aber ich existiere als Raum. Keine Erfahrung. Wissen wir nicht, wie geht das? Wie überträgt sich ein Ich existiere aufs Leben? Hat jemand eine Idee nur? Ist ja nur eine Idee im Moment. Ja? Was könnte das sein? Wenn ich diese Präsenz, das ist eine Präsenz von ich bin, ich existiere, mich gibt's, es ist etwas da, das kann man wahrnehmen.
Und das ist toll, wenn du das wahrnimmst, bevor du stirbst, ja. Wäre nicht schlecht. Weil nachher nutzt er nichts mehr. Ja, dass du existierst, ist völlig unabhängig von deinem Body. Hat überhaupt nichts mit deinem Körper zu tun. Ist völlig unabhängig von dem, was du denkst, bla 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 bla, deine Konzepte, bla, ist völlig unabhängig. Ich existiere, ist unabhängig von all diesen Konzepten, alles. Ich existiere. Das ist großartig. Ich bin ist wow. Da bist du, hast du weder das Gefühl von ich bin glücklich oder ich bin nicht glücklich. Du bist nicht verhaftet mit dem. Du hast nichts damit zu tun, gar nichts, sondern du existierst. Und das ist irgendwie, man kann das jetzt gar nicht so sagen, das ist ein Gefühl, das ist ein Exist, das ist eine Ekstase, das ist eine Freiheit. Freiheit ist das richtige Wort. Bin nicht mehr verhaftet. Bin frei. Oh. Bitte lass es alles so stehen, wie es steht. Lass es alles so auch mit Fragezeichen stehen. Das wird sich einordnen. Es muss sich. Wir nähern uns dem Ende. Die Ascha ist nochmal gefragt. Ist schön, was ihr macht, oder? Total, ich finde, es passt so gut rein. Und das ist nicht etwas, was logisch ist. Ja? Die macht da ihr Gesangel, ihr Geschinkel, ihr Chef. Man kann dieses Ich bin oder ich existiere auch so sehen. Es ist der, wenn alles wegfällt an Zutaten, die du immer dazugegeben hast zu der Welt. Du schaust raus und hast schon irgendeine Bewertung, irgendwas, wie du etwas sehen willst oder wie das. Ja, so. Du siehst nicht, wie blau da draußen und so ist es an. Sondern du siehst, wie du sie sehen willst. Und wenn du aufhörst, damit irgendwas zu machen, dann kommt der Ton, ja, direkt. Und diese Töne, die Ascha, die Dinge da gekauft hat, die sind sehr, sehr, sehr wertvoll, weil sie genau auf den Punkt, ja, ihre Frequenz haben. Und so eine sehr klare Frequenz berührt dann irgendwo. Es ist einfach nur eine Berührung. Fertig. Du gibst nichts dazu. Du brauchst nicht sagen, es ist toll oder es ist nicht toll. Sag gar nichts. Und dann wird es ankommen. Muss. Weil ein kleines Kind nimmt die Welt noch so wahr. Ne? Wir nehmen es nicht mehr so wahr, wie sie ist. Wir haben das verlernt. Und das ist wirklich notwendig, dass wir das wieder kapieren und wieder lernen. Wieder begreifen lernen, dass das, was wir denken, nicht die Wahrheit ist. Das sind Gedanken aus der Vergangenheit, sonst gar nichts. Lass sie los und die Welt taucht auf. Gut. Du gehst dem Ton einfach nach, bis er verebbt, verschwindet.